Opernsteckbrief. Seven Deaths of Maria Callas. Der stärkste Satz. Ohne Publikum kann ich nichts machen. Ich brauche dessen Energie. Marina Abramovic. Ein Satz, der auch von Maria Callas stammen könnte. Worum geht's? In 7 Szenen erlebt Marina Abramovic den Bühnentod von Maria Callas nach. Als Violetta, Tosca, Desdemona, Cho-Cho-San, Carmen, Lucia und Norma. Am Ende schlüpft sie selbst in die Rolle der sterbenden Maria Callas. Wie klingt's? Die Musik aus Seven Deaths of Maria Callas ist sehr unterschiedlich. Zum einen haben wir die Arien von Bellini, von Donizetti, von Verdi und von Puccini. Die sind ja alle auch sehr unterschiedlich, auch Bizet natürlich mit Carmen. Und zum anderen gibt es die Musik von Marko Nikodević, einem serbischen Komponisten, der extra für diesen Abend eine eigene Musik komponiert hat. Das Tolle ist, dass der Abend mit dieser Musik von Marko Nikodević beginnt und immer wieder zwischen den Arien diese Musik auch auftaucht. Damit ist es auch ein verbindendes Element und ganz am Ende, es gibt ja nicht nur 7 Tode bei diesem Werk, sondern es gibt auch einen 8. Tod, den Tod vielleicht von Maria Callas, die an einem gebrochenen Herzen, wie Marina Abramovic sagt, gestorben ist. Und für diesen Moment hat eine knappe halbe Stunde hat Marko Nikodević extra etwas komponiert, was dann auch live gespielt wird von unserem Orchester. Und diese Musik ist natürlich ganz anders als jetzt Verdi und Puccini oder die Musik aus dem 19. Jahrhundert. Aber trotzdem nimmt sie immer wieder auch Elemente auf und wir verstehen, wie sich diese Musik weiterentwickeln kann. Wann und wo? Maria Callas ist für Marina Abramovic seit Jahren eine ganz, ganz wichtige Person. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum sich Marina Abramovic für Maria Callas interessiert. Es ist einerseits, dass beide ein Kunstverständnis haben, das sehr ähnlich ist. Sowohl Maria Callas hat immer das Risiko gesucht, sie ist über Grenzen gegangen. Und ich glaube, so kann man auch die Kunst von Marina Abramovic verstehen. Sie hat auch in ihren Performances, beispielsweise bei Rhythm Zero, hat sie auch nach Grenzen gesucht. Sie hat gesucht, was bedeutet Angst, was bedeutet Risiko. Und das ist, glaube ich, etwas, was die beiden einfach verbindet. Und Marina Abramovic wollte in den 90er Jahren ein Projekt machen, in Brasilien, da ging es um den realen Tod. Gleichzeitig sollen Arien kommen und das soll gesungen werden von Callas, also es sind Aufnahmen dann von Callas, die abgespielt werden sollen. Und das ist eigentlich das erste Mal, wo sie gemerkt hat, dass irgendwie mit dem Tod und Maria Callas möchte ich irgendwas in Verbindung bringen. Maria Callas spielte daraufhin immer wieder eine Rolle in den Projekten von Marina Abramovic. Und die Beschäftigung mit der Callas gipfelt schließlich in dem Opernprojekt Seven Deaths of Maria Callas. Die Uraufführung war für den 11. April 2020 an der Bayerischen Staatsoper geplant, musste jedoch wegen der Corona-Krise verschoben werden. Die zündende Idee. Marina Abramovic hat ja auch selber mitgeholfen bei der Bühne. Ihr ist es wirklich wichtig, dass das Ganze als ein Abend betrachtet werden, dass diese 7 Arien und der 8. Tod, also diese 7 Tode und dieser 8. Tod als eine Gesamtkomposition verstanden wird. Sie ist wirklich in allen Prozessen sehr stark involviert, auch was das Licht, was die Video angeht. Und ich glaube, was hier toll ist, dass man hier merkt, dass eben gerade die verschiedenen Facetten so gut miteinander zusammenkommen. Also man merkt, es ist ein Projekt, das nicht einfach eine Performance ist, es ist nicht einfach eine Oper, es ist nicht einfach eine Filmvorstellung, es ist nicht einfach eine Tonaufnahme, sondern es ist schon fast wie ein Gesamtkunstwerk von ganz unterschiedlichen Kunstgattungen. Kill Your Darlings. Kill Your Darling ist unser Spielzeitthema. Und das hat natürlich auch mit Seven Deaths of Maria Callas zu tun. Man muss sich da zum Beispiel auch entscheiden. Man kann nicht alle Arien nehmen. Callas hat so viele wunderbare Arien aufgenommen. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Aufnahmen. Und ein Beispiel dafür ist vielleicht am Ende wollen wir, dass die Originalstimme kommt von Maria Callas. Und sie soll da Casta Diva singen aus der Oper Norma. Und davon gibt es etwa knapp 20 Aufnahmen.
Und wir haben uns so viele angehört und wollten eigentlich alle abspielen, aber Kill Your Darlings, man muss sich auf eine entscheiden. Und so auch bei der Auswahl dieser 7 Arien. Es ist eben manchmal im Leben wichtig, sich von gewissen Sachen zu verabschieden, damit man Fokus und eine Konzentration auf etwas schaffen kann, und damit entsteht ja auch wieder was Neues. Eine Oper für die Ewigkeit. Wichtig ist uns natürlich, dass Maria Callas, dass hier gezeigt wird, dass diese Sängerin nicht gestorben ist, sondern irgendwie weiterlebt. Und Marina Abramović ist natürlich auch eine der ganz großen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts und hat so viel geschaffen. Und deswegen ist es ein Werk, das, glaube ich, großes Interesse schöpft in der Kunstszene. Ich meine, es ist ein Projekt, das nicht nur in München gespielt wird, es ist ein Projekt, das auch nach Berlin geht, nach Paris, Athen, Florenz. Also es sind viele große, wichtige Opernhäuser Europas involviert in diesem Projekt. Pausengespräch. Maria Callas hat nach einer Vorstellung von der Norma, hat sie sich verbeugt beim Publikum, aber sie hat gemerkt, der Applaus, der ist vielleicht nicht nur für sie, sondern auch für den Tenor, und deswegen hat sie sich dann entschieden, dass sie beim zweiten Vorhang dem Tenor sehr stark ins Schienbein stüpft, damit der dann solche Schmerzen hatte, dass der nicht mehr vor den Vorhang gehen konnte, sondern einfach sich das Bein halten musste. Und so konnte sie alleine vor den Vorhang gehen und alleine den Applaus des Publikums genießen.